Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Universals EU4 mit mir Zan den Malte, mit dem Kurfürstentum Brandenburg. Ja, und einigen kleinen Dingen, die wir, bevor es so richtig losgeht, erstmal anzugehen haben. Zunächst einmal erstmal danke für den Hinweis an denjenigen, der mir hier gesagt hat, welcher Kurfürst jetzt letztens verschwunden ist. Der erste auf der ganzen Liste, das war nämlich Trier gewesen, ist mir nur nicht so richtig aufgefallen, weil die sind jetzt mittlerweile sogar wieder da. Also quasi nur befreit worden, jetzt aber halt haben sie ihren Status als Kurfürstentum de quasi verloren. Das heißt, also existieren wir auf der Landkarte nur als Kurfürsten. Also Kurfürsten jetzt übrigens, damit man das auch noch wieder alle auf dem Schirm hat. Böhmen, Brandenburg, Pfalz, Sachsen, bis hierhin sind wir auch alle noch im Boot. Dann geht's los, Trent, Württemberg und Holland. Tatsächlich so eine Art der Konstellation ist das. Und wenn es heißt, Holland ist Kurfürstentum, was heißt das dann auch? Richtig, Leute, nächster Schritt in der ganzen Posse hier. Wir haben Luxemburg, beziehungsweise hier jetzt Burgund, mal eben kurz angeklickt. Und wir sehen hier, tatsächlich, Burgund hat alle seine Vasallen hier tatsächlich verloren. Ja, und dementsprechend Burgund de facto tot. Also da muss man nicht mehr lange drüber reden, Burgund ist jetzt de facto der Hinrichtung fällig. Wir können mal ganz kurz gucken, was dann das Reich angeht. Das heißt, einige Kollegen sind jetzt hier tatsächlich durch das Reich geschützt, jetzt neuerdings im Westen. Das heißt, da müssen sich jetzt die Österreicher drum kümmern. Wir haben unter anderem Händegau, was da jetzt mit reinfällt. Lüttich, gut, das war vorher schon hier irgendwie in Eck drin gewesen. Holland halt natürlich als Kurfürst, sogar im Westen da auch nochmal officially abgesichert. Gut, Flandern wiederum fällt da tatsächlich ironischerweise nicht rein, also die wiederum noch freies Geleit hier an dieser Stelle, da können sie die Franzosen noch austoben und einer dieser Kollegen, genau, das war Brabant gewesen, unter englischer Vasallschaft. Also schon ein bisschen interessanter hier, also hier diese ganze Ecke hier von Hertogenbosch oder so ähnlich, oh Gott, jetzt müsste ich das wieder ein bisschen, Hertogenbosch, I don't know, müsste ein bisschen mehr niederländisch können, bis nach unten Brabant. Ist jetzt also alles hier in englischer Hand. Apropos englischer Hand, richtiges Stichwort. Die Engländer nochmal im Krieg mit Schottland momentan gerade. Wer ist so richtig sehe, genau, Schottland und dem kleinen irischen letzten Prinz davon. Also Großbritannien ist auch sehr kurz davor, England ist sehr kurz davor, tatsächlich Großbritannien zu vervollständigen. Mit allen drum und dran, das heißt die Schotten damit rein ins Boot zu holen. Schon nicht uninteressant. Derweil die Franzosen übrigens hier im Kriege sind mit dem Kirchenstaat, also die hier anscheinend sich hier ein paar Provinzen noch im Süden snacken wollen, bevor sie dann wahrscheinlich auf den Rest von Burgund stürzen werden. Würde mich zumindest wundern, wenn sie es nicht täten. Ja, und das so ein bisschen zur außenpolitischen Gesamtlage. Ich wollte dann noch mich bedanken an dieser Stelle, dann bei demjenigen auch, der ihr gesagt hat, ey Malt, du kannst das tatsächlich ändern mit dieser Doppelprignitz-Geschichte. Ich habe mich jetzt also hingesetzt und hier einmal, ihr seht es, ja, Westprignitz und Ostprignitz die ganze Geschichte unterteilt, damit ich jetzt genau weiß, wer da jetzt demnächst für was zuständig ist und mir halt da nicht vorkomme wie der letzte Affe an dieser Stelle. Das heißt also dort, ja, haben wir jetzt tatsächlich die ganze Geschichte noch ein bisschen gewandelt und stehen damit jetzt also jetzt mit zwei ordentlich lesbaren Provinzen quasi da. Gut, lesbar von hier aus jetzt nicht, aber zumindest von der Gesamtidee her. So, dann schauen wir jetzt als nächstes nochmal drauf. Was haben wir das letzte Mal gerissen? Ja, wir sind tatsächlich jetzt zum zweiten protestantischen Staate tatsächlich, und zwar im großprotestantischen Staate, im Reich geworden, beziehungsweise auf der Welt eigentlich geworden, zusammen mit der Schweiz. Also, wir haben Protestantismus jetzt erfolgreich hier durchgesetzt und stehen damit jetzt wieder einigermaßen im Saft. Im Saft aber nur im gewissen Maße, denn wir haben eine dicke, dicke Gesamtverschuldung. Das muss man ganz klar sagen. Ihr könnt mal drauf gucken, wir haben unter anderem 6 Kredite, ich würde mal sagen, im Schnitt 90 roundabout. Das sind viele, viele Talerchen, weil wir das letzte Mal auch noch die Institution forschen mussten, damit wir hier mit dem Malus mal ein bisschen daherkommen. Ja, haben das getan, sind jetzt also damit hinterher geraten und jetzt also in der Situation, wo man sagen muss, gut, okay, zumindest die Institution, die ganze Geschichte steht jetzt, aber ja, tut trotzdem schon weh finanziell. Und da haben wir jetzt dann in den Kommentaren noch ein bisschen drüber geschnackt. Und bei euch herrschte da draußen relative Einigkeit, nämlich, dass es Zeit ist, tatsächlich doch ein bisschen Risiko zu gehen. Ich wäre ja für die defensive Variante gewesen, ich hätte versucht, erst die Schulden abzubauen und dann loszuschlagen. Ihr seid aber der Meinung, jetzt wo sich das gerade mit dem Deutschen Orden so krass anbietet, dass man sich hier Richtung Wolgast und zeitgleich den Deutschen Orden hier bewegen kann,
Ist das eine Situation, wo ihr meintet, die müssen wir einfach nutzen? Gerade auch, um uns die letzten Reste des Deutschen Ordens einmal zu sichern, wenn es irgendwie geht. Und okay, gehe ich mit d'accord, kann ich verstehen, sehe ich ein, sollten wir tatsächlich überlegen, ob wir das nicht tun. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wenn wir dafür ein paar Vorbereitungen treffen, zunächst einmal gehen wir Beziehungen mit Polen verbessern, weil ich weiß jetzt schon, dass die darunter ein bisschen leiden werden müssen, unsere Beziehung zu unserem guten Nachbarn. Gut, mit Litauen haben wir sowieso nicht so viel zu tun. Das geht schon soweit fit. Ja, ansonsten unser zweiter Verbündeter, wir haben gerade nur zwei, genau, ist ja noch Thüringen, aber die dürften da jetzt ja weniger unter Probleme leiden. Das geht schon soweit. Wir haben ja mit Österreich leider einen dicken verloren, weil wir halt da die Unabhängigkeit vom Kaiser mal deklarieren mussten. Zumindest sind wir noch auf neutral, also er hasst uns trotzdem nicht, einfach aufgrund wahrscheinlich der letzten Jahre Bündnistreue, die wir da gehalten haben. Ja, es ist jetzt nur die Frage, wo kriegen wir jetzt natürlich einen neuen Verbündeten her? Ich hatte mich ja ein bisschen mit Dänemark so gedanklich befasst gehabt, und die haben uns mittlerweile zum Rivalen erklärt. Das macht natürlich keinen großen Sinn. Österreich fällt raus, haben wir gerade schon geklärt. Böhmen fällt auch raus, das ist auch klassischer Rivale von uns. Ja, meine Lieblingsbeziehung, Kollegium, wäre tatsächlich Frankreich. Auch wenn ich jetzt, zumal ich jetzt gerade gesehen habe, dass sie halt quasi mit Burgund de facto durch sind. Aber dafür bräuchten wir halt hier irgendwie die Möglichkeit, nicht rein zu basteln hier. Und man muss sagen, tatsächlich, da steht unsere eigene Armeestärke noch so ein bisschen im Weg. Armee- und Flottenstärke. Also wir können quasi auch da halt nicht gut mit den Franzosen mithalten. Hm. Macht die ganze Sache schwierig mit den Engländern. Warum möchte ich mich eigentlich nicht verbinden? Weil die ein bisschen zu weit weg vom Schuss sind. Schwierig, schwierig. Und einen weiteren Verbündeten so einfach einen Stegreif zu gewinnen, auch nicht so easy. Hm. Oder zumindest einen, der sich lohnen würde. Mittlerweile, ja gut, hier Berg, Utrecht, na, das ist auch, das ist zu klein. Das macht keinen Sinn. Nee, gut, okay, dann bleibt es erstmal so bei dem. Dann schauen wir, dass wir natürlich jetzt gleich die Armee soll hochfahren, weil den werden wir brauchen, beziehungsweise mal ganz kurz geguckt, armeemäßig können wir mittlerweile 16 haben. Da würde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen wollen und tatsächlich noch zwei Einheiten basteln, wenn es geht. Ja, zwei Einheiten basteln, was hieße das? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, ja, noch eine Artillerie wäre eigentlich nicht verkehrt. Und ich bräuchte eigentlich noch ein paar Ritter. Genau, das wäre auf 4000 Ritter, 2000 Kanonen kommen und 12.000er Mannschaft. Ja, das werden wir tatsächlich nochmal ebenso in die Wege leiten gehen. Eins, zwei. So, dann werden wir das noch in die Wege leiten gehen. So, wir brauchen natürlich noch hier irgendwo einen Anspruch in der Ecke. Auch nicht verkehrt. Wir haben unter anderem nur Rivalen erniedrigen und das ist ja ein schöner Anspruch, okay, aber das ist nicht das, was wir hier zwangsläufig brauchen können. Das heißt, da müssen wir auch noch hinterher. Sondern sehen wir jetzt, dass wir hier die Armee soweit dann erstmal in Stellung kriegen, damit wir hier loslegen können. Wir haben einen Erbfolgekrieg, sehe ich gerade. Hennegau wurde schwächer Partner in der Illusion mit den Böhmern. Die Böhmer haben sich Hennegau gerissen. Mal kurz überlegt, Hennegau. Das warst du hier, gut, ein Provinzer. Das ist ja noch in Ordnung. Das geht ja im Endeffekt noch irgendwo klar. Das hätte auch schlimmer sein können. Naja, also wie gesagt, dann reißen wir uns da jetzt dann bald von alleine los. Aber zunächst einmal können wir noch was forschen gehen, nämlich eine Idee, meine Lieben. Wir haben ja jetzt hier, ihr seht, momentan Berufsoffizier sind wir 6 Jahre voraus. Also Militärtechnologie, das steht soweit ganz gut momentan. Das heißt, wir dürfen tatsächlich hier mal wieder in die Ideeforschung rein und werden dementsprechend, ja, hier einmal auf die Bajonettkommandanten klicken. Bajonettkommandanten, werden die Männer gut geführt, so werden sie folgen. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Offiziere ihr Kommando von der vordersten Front ausführen. Das heißt, dass sie tatsächlich ganz, ganz offensiv mit dabei sind. Ja, dementsprechend also das Bajonettkommando erhalten einen Nahkampf für die ganzen Armeeanführer hier. Das heißt also dementsprechend, ja, demnächst der nächste General, den wir quasi aus dem Hut zaubern, kriegt dann, wenn er jetzt zum Beispiel 3 hätte, kriegt er dann 4 auf Nahkampf. Das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Ja, genau. So, dann wird das Zeitalter in 6 Monaten hier enden. Ja, haben so 1500 durch, ist das Zeitalter der Entdeckung durch. Dann kommt das nächste Zeitalter. Mal schauen, was es dann so gibt. Ja, Dänemark momentan tatsächlich ohne Erben. Hm. Ja, wie gesagt, die Dänen, das ist ärgerlich, dass sie mit denen jetzt hier so auf, dass die mich hier jetzt so ein bisschen auf Kriegsfuß sein wollen. Ja, wir werden mal Beziehungen verbessern gehen. Ich hätte da irgendwie ganz gerne, ja, doch die irgendwie besänftigt. Also mit denen hätte ich doch ganz gerne nochmal geredet, wenn es geht. So, hier ist natürlich jetzt dieser Großkrieg da, ne? Den haben wir gerade schon angesprochen gehabt, der sich die Einheiten da jetzt liefern gehen. Wir beschleunigen mal ein bisschen die Zeit. Na, wie gesagt, bis der Anspruch da ist, können wir sowieso wenig machen.
Beziehungsweise, ja gut, der Armeeunterhalt muss gleich noch hochfahren. Ja, ist richtig. So, 4000 und jetzt haben wir die andere Einheit dann auch noch durch und jetzt haben wir die Geburt des Kolonialismus. Okay. Ja, das nächste Zeitalter ist da. Die Entdeckung der neuen Welt läutete ein neues Zeitalter, nicht nur für die Kolonisten und Kolonisierten ein, sondern führte auch zu einer Verbreitung von Rohstoffen und Techniken sowie einer Vermessung der Weiten, des riesigen Weiten des Globuses. Ja, gut. Mit der Verbreitung von Tieren, Feldfrüchten, Silber und Krankheiten über den Atlantik wurden die ersten Schritte zu einer wahren Weltwirtschaft unternommen, während ferne Länder und Völker kartiert und dokumentiert wurden. Wurden sowohl Ideen im Allgemeinen als auch religiöse und philosophische Debatten im Besonderen dank dessen, was wir in den Gesellschaften über sie vorfanden, immer facettenreicher. Große Geister sehen die Notwendigkeit in Frage zu stellen, was einst als unumstößige Wahrheit galt, und von Kardes bis Fatehpur-Skiri steht das Wissen der Welt nun offen zur Debatte. Ja, dies ändert alles, dementsprechend jetzt also die nächste Institution, meine Lieben. Ja, Kolonialismus. So, jetzt gucken wir ganz kurz eben auf die institutionelle Karte. Hier haben wir sie. Kolonialismus. Wo geht dieser dämliche Spaß denn los? Kolonialismus. Das muss ja irgendwo angefangen werden zu fördern. Irgendein Idiot muss doch hier Kolonien haben. Bitte sag nicht, dass das jetzt hier nicht in Europa ist. Bist du die Kolonien? Ja, doch, okay, ja, du bist Kolonien. Okay, alles klar, ja, die Kastilianer und Portugiesen sind's. Ja, gut, okay, dann ist alles normal. Ich hatte gerade schon richtigen Schreck gekriegt, Leute. Ich dachte gerade echt, diese dämliche Kolonialismus-Ding ist jetzt hier irgendwo anders hingerutscht. Dass wir irgendwie dummes Pech hatten und das jetzt, keine Ahnung, Richtung Asien gegangen ist. Weil dann hätten wir schon richtig Spaß gehabt. Naja, gut, okay. Sollen wir uns jetzt weniger stören. Bis das Ding dann bei uns landet, wird natürlich erstmal Ewigkeiten dauern. So, Bodendiebstahl. Viele Bodenschenkungen sind ziemlich alt und obwohl sie stets schriftlich fixiert werden, können sich Landschaften und Namen seit der Niederschrift einer Schenkung durchaus verändern. Kürzlich hat der Klerus mehrere Mitglieder des Adels ohne Umschweife des Bodendiebstahls bezichtigt, indem sie sich auf die Besitztümer einmischten, die vor längerer Zeit dem Klerus geschenkt worden waren. Der Adel behauptet andererseits, der Klerus sei es, der sich Besitztümer, die ihm gar nicht gehören, unter den Nagel reißen will. Die Seite, mit der wir gemeinsame Sachen machen, wird zum größten Grundbesitzer der Region werden. Eieiei. Also, gemeinsame Sache mit dem Adel machen. Oder gemeinsame Sache mit dem Klerus machen. Ne, wir haben momentan ein dickes Brett beim Klerus drinne. Wir können tatsächlich es uns erlauben, ja, mit dem Adel gemeinsame Sache zu machen. 15. Ah, dann sind wir auch ganz knapp unter 30, ne? Ja, müssen mit dem Adel gemeinsame Sachen machen, dann müssen wir den Klerus irgendwie auf unsere Seite kriegen. Ärgerlich, aber geht nicht anders. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ständebezirk. Nanu. Einflussfaktor. Adel. Ah, ne, hier Klerus. Doch, okay. Ah, habe ich gerade irgendwie so Schwein gehabt, weil es gerade mit dem Monat noch irgendwie aufgepasst hat. Oh, oh, ist das eng. Das war ganz schön dünn geworden hier. Aber egal. So, was haben wir in der Agenda? Wir brauchen jetzt Produktion noch in Ostprignitz, war das gewesen, sehe ich gerade. Bis 1520 brauchen wir jetzt hier vier Grundproduktionen. So, und jetzt weiß ich auch endlich, in welches Prignitz das geht. Das ist doch schon mal gut. So, Ostprignitz. Vier Produktionen brauchen wir hier. Das heißt, eins, zwei. So, zack. Damit ist Ostprignitz also produktionell gut aufgestellt. Haben wir das auch schon mal durch. Sehr schön. So, wir halten 34 Dukaten und 10 Loyalität bei den Ständen nochmal. Sehe ich das richtig? Boah, ja, bei den Bürgern, so ist richtig, genau. Ja, dementsprechend haben wir da jetzt also schon mal ganz gut aufgestellt beim Adel. Da haben wir momentan einen richtigen Stein im Brett, das ist top. Und bei den Bürgern sieht das jetzt auch nicht so verkehrt aus. Hier könnten noch Privilegien hinzufügen, wenn man es unbedingt was machen möchte. Ja, dementsprechend könnte man hier zum Beispiel noch religiöser Staat. Wir verlieren halt 5 Kronenland. Okay, alles klar. Interessant. Hier könnten wir uns 5 Loyalität abholen gehen. 5 Einfluss. Dafür verlieren wir 5 Kronenland und 5 Max Absolutismus. Okay.
Interessant, geistliche Minister, Berater des Klerus. Ja, also da kann man sich tatsächlich noch irgendwie, wenn man sich unbedingt retten muss, kann man sich darüber dann mal retten gehen. So, neue Söldnerkompanie ist dabei und der Protestantismus ist etabliert. Der Protestantismus in immer mehr katholischen Ländern Einzug hält, gibt es immer weniger Menschen, die der Fastenzeit befolgen. Ohne den 40-tägigen Zeitraum, in der jeder anständige Katholik kein Fisch essen darf und kein Fleisch essen darf und gezwungen ist, Fisch zu essen, bricht die Nachfrage nach Fisch ein. Ja, und dementsprechend also die Dänen jetzt tatsächlich, super, mit denen ich gerade wieder gut stellen möchte, haben jetzt natürlich ein Problem, weil wir den Fisch nicht mehr abnehmen. Das ist natürlich auch bitter. Naja, so, okay, dann haben wir jetzt hier verabschiedet den Blasphemieakt bei einigen Kollegen. Und religiöser Eifer wurde aus Brandenburg entfernt, was für uns jetzt aber nicht das Riesenproblem ist, wisst ihr ja selber. So, okay, dann haben wir jetzt unsere 18.000 Mann zusammen. Wir schauen mal ganz kurz rein und liegen jetzt mit 18.000 doch 1.000er über dem Truppenlimit. Oh, so ein Bullshit, ne? Ja gut, dann dürfen wir mich auch wieder nicht wundern. Ja super, kleine Fehlinvestition hier. Warum auch immer ich jetzt plötzlich wieder weniger Truppenlimit habe. Ich heule. Das war vorhin zwei mehr. Ich hab extra ein bisschen Lücke gelassen, weil ich schon wusste, dass da bestimmt einer von den Dingern schief gehen wird. Ja, gut, okay, dann werde ich jetzt tatsächlich eine Infanterieeinheit mal eben auffangen gehen. So, und die dann einreißen. So, zack. Damit passt das dann jetzt schon ein bisschen besser. So, okay, Wachstum der Städte lockt mal wieder Leibeigene an. Wir müssen es akzeptieren. Wir verlieren 10 Loyalität im Adel, das könnten wir uns momentan mal erlauben. Oder der Adel gewinnt 10 Loyalität und unsere Moral der Armee wird tatsächlich gesenkt. Naja, das brauche ich momentan gar nicht. Nee, tatsächlich, dann riskiere ich immer eben kurz 10 Adelsdinger. So, Grenzdisput. Der Mangel an guten Kartenwerkzeugen, genau. Kartenstellung in der Grenzregion Kujawien. Okay, warum man das sein mag. Anspruch auf Polen oder wir verlieren 5 Prestige. Nee, die Polen brauche ich jetzt gerade mal tatsächlich. Kulawien? Ach, das ist wahrscheinlich dann die polnische Übersetzung hier unten, ne? Genau, hier, das ist das. Okay, alles klar. Nee, danke, das brauche ich nun wirklich nicht. So, okay, dann kann ich jetzt mal anfangen, den Armeeunterhalt hochzudrehen. Wird auch nicht so ohne werden. Wobei ich glaube, ich gehe erstmal mal ganz kurz die Inflation senken. Wir gehen mal die Inflation senken. So, damit wir ein bisschen besser dastehen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit ich mit meinem Armeeunterhalt komme. Bis ich quasi bei plus minus 0 bin. Okay, und wie viel kostet mich das Ding dann voll aufzudrücken? Puh, das ist gut Schotter. Aber egal, muss jetzt sein. So, wir gehen jetzt hoch. Wie gesagt, machen uns schon mal bereit jetzt hier. So, brauchen nicht mehr tatsächlich. Sogar haben wir jetzt sogar schon den Anspruch zusammengekratzt. Sehr gut. So, das heißt, dann kann ich meinen Spion da abziehen gehen. So, und dann nur mal gucken, dass wir jetzt also hier nochmal eben fix unsere Armee auf die Beine stellen. So, ein Mord ist hier noch. So, und dann haben wir die Beziehung mit Dänemark so verbessert, wie es ging. Mal gucken, die können es trotzdem nicht leiden. Natürlich bitter. Ja, und dann können wir jetzt hier eigentlich loslegen, meine Lieben. So, okay, dann schauen wir mal rein. So, Kriegserklärung. Eben ganz kurz geschaut. Wie viele Leute haben wir denn jetzt hier, gegen die wir uns jetzt anlegen? Wolgast, das habe ich ja hier sofort im Blick. Sekunde, Wolgast sind nicht mal zu Hause, die Jungs. Na, wird schon nicht so brutal viel sein. Ja, vielleicht 6.000, 7.000. Frage ist jetzt, was macht der Deutsche Orden noch? Da sind wir, glaube ich, überlegen. Da haben wir Deutscher Orden 5.000 momentan, nur maximales Truppenlimit 10.000, doch die müssten wir locker kriegen. Gut, dann wollen wir sagen, auf geht's, mein Lieben. Krieg um die Eroberung von Marienburg. Ich hole nochmal mit Thüringen mit dazu. Die Polen haben einen Waffenstillstand mit Deutschen Orden, das heißt, die fallen raus. Mit Thüringen können wir jetzt ruhig mal helfen gehen für die ganze Nummer und dann geht's los. Also einmarschieren, wir haben drei Festungen hier zu erobern. Gut, dass ich eine Artillerie mir mitgenommen habe. Kann definitiv jetzt nicht schaden. So, dann wollen wir mal schauen. So, und dann bin ich jetzt tatsächlich mal überlegen, ob ich nicht eine Kriegssteuer heben soll, um mein Minus so ein bisschen zusammenzureißen. Wobei ich gerade eine Stadt, ich plündere gerade die Stadt. Okay, ja, dann geht das ja noch. So, Stabilitätszuwachs, jawoll!
Unsere Entscheidung, den lokalen Magnaten in Nacht zu gehen, hat dafür gesorgt, dass die wichtigen Leute positiv über die Regierung denken. Nun erzählen sie allen anderen, wie gut sie regiert werden. Wir erhalten 1 Stabilität. Jawohl, 2 Stabilität. So, wir erhalten jetzt 02, 03, 04, 05 Inflation wegen den ganzen Krediten, die jetzt nochmal verlängert werden. Verlängert werden müssen. Ja, aber das ist in Ordnung. So, Standmodifikat abgelaufen. Einfluss der Bürger beträgt nun 24. Ja, ist auch okay. Und dann, wie gesagt, wollen wir mal schauen jetzt hier, dass wir die Kollegen schnell einnehmen. Momentan plündern wir sogar tatsächlich. Das heißt, also mein Minus, das ich befürchtet hatte, ist jetzt momentan sogar echt harmlos. So, dann haben wir jetzt gleich die erste Stadt eingenommen. Das ist gleich nur die Frage, erst Osterode oder erst Richtung Königsberg. Parallel kümmern sich die Kollegen da unten um Wolgast. So, Marienburg eingenommen, sehr schön. So, Osterode, Königsberg. Ja, komm. Achso, darf ich so wie. Ach doch, darf ich so rum hin. Nein, nee, dann gehe ich nach Osterode. Dann will ich jetzt auch keine Zeit verschwenden. So, die Kollegen sind bald mit Wolgast auch durch. Ja, und soweit passt das dann doch ganz gut. Oh, dann müssen wir uns jetzt momentan weniger was Gedanken machen. Das Einzige, was nicht mehr geht, ist wahrscheinlich die Plünderung der Stadt. Die ist jetzt tatsächlich durch. Ja, genau. Also, mehr zu plündern gibt es hier nicht. Das heißt, ab jetzt geht es tatsächlich ins Officially Minus hinein. So, kurz gucken, was machen die hier. 35%, okay. Heißt, kommt zumindest auch ganz gut voran. So. 15.000 Rekrutenreserve haben wir auch noch ungefähr. Das heißt, also da kommen wir auch noch mit einigermaßen zurecht. So, Wolgast ist jetzt tatsächlich durch. Was mache ich eigentlich mit den Jungs hier? Ne? Ich hatte momentan keine aggressive Expansion mehr. Ich glaube, das hatten wir in den letzten Wochen ja alles weit runter geregelt gehabt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Aggressive Expansion 1. Aggressive Expansion keine. Ich bin nämlich dazu geneigt eigentlich, mir wahrscheinlich Wolgast als Vasallen zu nehmen. Das wäre jetzt das, was ich jetzt gemacht hätte. Wolgast ist Vasallen und im Osten holen wir uns Landgebiet. Weil wir haben momentan sowieso noch diplomatische Beziehungen offen. Von daher, warum nicht Wolgast als Vasallen klauen? Doch, das machen wir, glaube ich. Wir warten jetzt mal eben, bis wir vorne durch sind mit dem ganzen Stuss. So, Osterode ist durch. Holen wir uns eben kurz die Armee ab. So, und dann Aufmarsch Richtung Königsberg. So, und dann haben wir jetzt hier mal kurz geguckt. Wie sieht das aus? Brandenburgischer Vasall ist 102. Ah, shit, das dürfen wir nicht fordern. Okay, dafür sind sie dann zu fett. Ja, dann doch vielleicht irgendwie. Wobei, wir haben ja sowieso permanenten Anspruch auf alles hier in der Ecke. Mal gucken, vielleicht dann zumindest, dass wir die auch von den Inseln wegkriegen. Und dazu noch Stralsund. Genau, und das dann auf den zwei Provinzen zurechtschrumpfen gehen. Ja, ich glaube, das machen wir. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel nehmen, weil ich brauche den Großteil der Expansion brauche ich da hinten. Das heißt, wir nehmen uns hier zwei Provinzen, holen die dann raus. Mehr kann ich da sowieso nicht machen gehen. So, dann vielleicht hier noch, ist es sogar ein Rivale, den wir niedrigen können? Na, das übersteigt doch den Kriegsstand. Ne, können wir hier Geld rausschlagen? Weil ich meine Handelseinfluss übertragen. Ja. Ist jetzt auch nicht so brutal wild. Geht das irgendwie auf? Ne, geht auch nicht auf. Ja, dann nehmen wir uns einfach Geld raus. So, dann dürfte zumindest der Rest des Kriegs mit dem Deutschen Orden nochmal durchfinanziert sein. Ja, das müsste gehen. Gut, das heißt also, wir holen uns 46 Dukaten, Rügen und Stralsund. Das klingt doch nach einem ordentlichen Kriegsziel. So, sehr schön. Zack, dann gucken wir nochmal, dass wir die eben hier reinholen. Ist sogar schon protestantisch hier das Ding. Nur hier haben wir noch tatsächlich mit Katholiken zu tun und Rügen. Da müssen wir mal schauen, da kann es vielleicht sein, dass wir uns ein paar rügische Nationalisten demnächst noch fertig machen müssen. Gut, dann haben wir das soweit durch. Wir schauen mal nach, was sagt die aggressive Expansion jetzt hier in der Ecke. 28, 31, 28, 26 da unten, 12 hier vorne. L4 vorne. Ja gut, dann können wir jetzt tatsächlich dann gleich uns beim Deutschen Orden dann schadlos halten.
So, Volga ist natürlich dann dementsprechend nicht mehr länger Rivale. Das macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn mehr. So, hier sind sie vorne in einen kleinen norddeutschen Krieg verwickelt. Das ist okay, sollen sie ruhig machen. Und kämpft eine Nachfolge. Mantua tatsächlich mit 43 keinen Nachfolger. Auch keine so schlechte Ecke da unten. Ist Mantua vielleicht ein Staat, den man sich irgendwie noch mit verheiraten müsste? Haben Böhmen und Mailand eine Pfote drauf. Wir haben noch ein bisschen das Religionsproblem tatsächlich. Es sind noch zu wenig Staaten protestantisch. Schauen wir mal ganz kurz rein. Also momentan sind es wirklich nur echt wir beide, Schweiz und unsere Wenigkeit. Das macht alles noch keinen Sinn. Nee, wir bleiben etwas weiter und werden jetzt erstmal hier Königsberg belagern gehen. Was ist jetzt los? Ach, Friedensangebot vom Deutschen Orden. Nee, das holen wir uns schon hier alles schön selbst ab. So, wie gesagt, und dann sitzen wir jetzt tatsächlich halt nur noch ein paar Monate jetzt hier in Königsberg fest, um das Ding hier irgendwie durchzudrücken. Und schauen wir mal, wie viel wir uns jetzt hier dann gleich holen können. Ich poche ja doch auf einiges. So, die Bibel übersetzt. Ein Priester in Prenzlau. Muss ich schon überlegen. Prenzlau, Prignitz, Prenzlau. Wo war das gewesen? Neuruppin, Pankow, Potsdam, Anhalt, Uckermark. Ach, Uckermark ist Prenzlau. Ah, verstehe. Okay. Alles klar. Hat die Bibel unsere Sprache übersetzt und damit begonnen, in den Nachbardörfern weitere Exemplare zu verbreiten. Ketzerei verbrennt den Priester mitsamt seinen Büchern. Plus 20 Beziehungen mit dem Kirchenstaat, minus 40 minus Hamburg. Oder minus 10 mit allen anderen Staaten. Plus 20 mit Hamburg. Ich brauche anhand meiner Annexion gerade, glaube ich, tatsächlich. Es tut menschlich weh, aber aus den Erfahrungen hier heraus, Hamburg ist halt nicht der Staat, mit dem ich Beziehungen brauche. Lohnt sich halt wirklich nicht. Ja, verbrennen den Priester. Tut mir sehr leid für den jetzt gerade, das war ein netter Versuch. Aber, ich brauche tatsächlich Beziehungen und habe den Rest den Staaten, damit sie meine aggressive Expansion hier gerade dulden. Damit wir auf unserem anderen Felde hier nicht scheitern. Wobei die Hamburg gerade auf aggressive Expansionszug sogar sind, wenn wir schon ein Thema mal waren. So, wie weit sind wir denn hier? 14%, 21%. Ja, ich denke mal dann jetzt so Richtung kurz nach Jahreswechsel haben wir es dann. Das ist schon mal gut. So, passt auch ganz gut zusammen. Unsere Rekrutenreserve musste mich auch halt schon ein bisschen leiden hier. Immer 35. So, jetzt haben wir es. Gut, okay, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Also, jetzt geht's los. Marienburg. Ist okay. Ermland Königsberg. Ist zu viel. Ich kann heulen. Ermland Osterode. Das kann man auch machen. Ja, okay, Königsberg, Ortelsburg, das ist die Ecke, die ich nicht bekomme. Außer ich mache was ganz Krudes. Ich nehme hier einfach Königsberg, damit ich diesen dämlichen Zugang schon mal habe. Nehme dann das Ermland. Ja, und die Rest den Brünsen müsste ich halt jetzt dann. Oder Ortelsburg, geht das noch? Ja, das könnte man auch noch gerade so bringen. Das wäre doch auch ziemlich wild. Aber das würde gehen. Ding ist halt, warum bin ich jetzt die ganze Zeit am Struggeln? Weil ich weiß, dass wenn ich den Rest hier übrig lasse, das nehmen sich die Polen und Litauer oder was weiß ich nicht was alles. Das werden sich auf jeden Fall unter den Nagel greifen gehen und Nagel reißen. Und wir brauchen für Preußen, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir brauchen Königsberg. Ja, ich muss mir Königsberg holen, Leute. Das hilft alle nichts. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dieser Ecke hier vollständig und dann die beiden überlassen wir an einen polnischen Kollegen. Dann haben wir quasi ein kleines Ostpreußen. Mit aber hier oben, man sieht es, einen Landübergang. Also hier kommen wir schon noch weg. Dank dessen, dass wir Danzig haben, geht das. Dann würde ich sagen, machen wir so.
So, dann haben wir die maximal aggressive Expansion durch. Sie geben schon mal unsere Ansprüche hier auf Dramburg nochmal auf. So, und ja, dann würde ich sagen, das Bündnis mit Wolgast haben sie ja sehr geholfen, das kannst du ruhig mal lassen. Die Religion erzwingen, ist jetzt war auch nicht der absolute Brüller. Handelseinfluss übertragen ginge noch wieder. Und den Rest füllen wir mit Gelder auf. So, mit 52. So, dann haben wir noch theoretisch halt ein bisschen was offen, aber nichts, was wir machen können. Ich würde halt gerne Provinzen nehmen, und darf ich nicht, wegen aggressiver Expansion, weil Koalition. Ja gut, dann muss das jetzt tatsächlich so stehen bleiben. Alles klar. Gut, dann Haken hinter. Drei Provinzen, die wir uns jetzt hier geschnappt haben. So, und dann geht es jetzt auch hier also los. Mit den Kernprovinzen. Und damit immer die Unruhen hier beiseite zu fegen. So, dementsprechend haben wir jetzt dann also einen Rivalen weniger. Das heißt, wir können uns den neuen Rivalen aussuchen gehen. Wir gucken mal eben meinungsmäßig. Ja, Sachsen wäre jetzt eigentlich mal völlig, ne? Genau, komm, nehmen wir mal Sachsen mit. Dass wir da auf jeden Fall dann möglichen potenziellen Kriegsgegner haben. So, dann machen wir jetzt momentan noch kräftig Minus. Schauen wir mal ganz kurz rein. Gut, also einmalig Plus. Gut, wir haben hier wieder einen Rivalen verloren. Jetzt muss ich noch einen suchen. Dann nehmen wir noch Braunschweig mit dazu. Unser Rivalen ist größtenteils im Westen angesehen. Jetzt schauen wir eben ganz kurz auf unsere aggressive Expansion mal wieder. 55, Leute. Ja, 48. Ja, okay, wir sind auch wieder. Wir haben jetzt ja hart das Maximum erreicht. Yippie-yay. Heißt jetzt also wieder Füße stillhalten angesagt. Gut, das heißt aber jetzt auch eine gute Zeit, dann tatsächlich, um erstmal diese ganzen Rebellionen hier erstmal Platz zu kriegen. Und dann, um zuzusehen, dass wir hier noch, ja, unsere Schulden demnächst mal abbezahlt bekommen. Gut, okidoki, Leute. Aber mit einem Blick zur Uhr würde ich sagen, war es das tatsächlich. Also dieser Krieg hat uns jetzt die gesamte heutige Folge gekostet. Ja, aber ich bin, denke ich, soweit zufrieden. Also, wir haben jetzt Teile Ostpreußens soweit zusammen. Man hat jetzt schon wieder so ein bisschen das leichte, wirkliche Brandenburg-Flashback hier, dass man nach so richtig durch den Westen aber nicht ganz durchkommt. Brandenburg-Preußen-Flashbacks. Aber ja, auf jeden Fall erstmal weit stehend. Jetzt müssen wir halt nur gucken. Ich denke mal, wie gesagt, die Polen werden sich jetzt einfach die letzten zwei Provinzen schnappen. Das würde mich so wundern, wenn sie es nicht täten. Und ja, dann müssen wir halt schauen, wie es weitergeht. Gut, dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge am Donnerstag wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern, und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.